Grüß euch, da ist der Peter Bartl und es gibt heute von mir Tricks und Tipps beim Stand-Up-Paddeln für Fortgeschrittene. Beim Basisschlag achte darauf, dass du das Paddelblatt einigermaßen weit vorne ins Wasser bringst. Das erreichst du besonders einfach, wenn du den oberen Arm beugst. Beim Einsetzen des Paddels ins Wasser setze deine Rumpfkraft aktiv ein. Geschwindigkeit kommt aus dem Rumpf. Sanftes Eintauchen des Paddels, sanftes Rausholen des Paddels. Achte darauf, dass du mit dem Paddeldruck auf Höhe der Ferse fertig bist. Achte darauf, dass beim Rückführen des Paddels das Paddel in der Nähe des Boards geführt wird. Du stehst als fortgeschrittener Paddler gut hüftbreit bis leichte Schulterbreite auf dem Board. Wenn du dich nach vorne oder zurück bewegen möchtest, mach das immer über die Mitte des Boards. Mitte, Seite, Seite, Mitte, Seite, Seite. Um am Board breiter oder schmäler zu stehen, hebst du zuerst Zehen und Ballen ab, danach Fersen. Die Paddelstütze setzt du dafür ein, dass du bei Unsicherheiten am Board das Paddel ins Wasser bringst und einen Sturz vermeidest. Du führst dazu die Offside des Paddels aufs Wasser und nützt die Oberflächenspannung des Wassers. Das kannst du auf der aktiven Seite machen, wo sich dein Paddel gerade befindet, aber auch auf der Rückseite. Wenn du nach hinten kippst, bringst du das Paddel auf die Rückseite und stützt dich mit der sogenannten Backside-Paddelstütze am Wasser ab. Beim Offside-Turn gehst du ein Stück nach hinten an Bord, die Knie sind dabei gebeugt und setzt dann einen bis mehrere Bogenschläge an und kannst damit das Board um 180 Grad drehen. Je weiter du am Board zurückgehst und je aktiver und intensiver du den Bogenschlag machst, desto schneller kannst du die 180 Grad durchdrehen. Beim Onside-Turn 90 machst du eine 90-Grad-Kurve zur Paddelseite hin. Dazu setzt du einen Ziehschlag weit außen ein. Wenn du deine Richtung erreicht hast, setzt du einen Paddel-Basisschlag daran. Beim Crossboard-Turn gehst du auf die gegenüberliegende Seite des Boards und führst die aktive Paddelseite zur Vorderkante des Boards, hebst dann das Paddelblatt kurz aus dem Wasser und setzt auf der anderen Seite einen Bogenschlag daran. Der Backsplash Onside ist ein Spaßtrick, den man einfach einmal probieren kann, wenn es warme Umstände hat. Es ist garantiert, dass ihr zumindest einmal im Wasser endet dabei. Viel Spaß am und im Wasser wünscht euch der Super Paddel.